Vielleicht kennst du ja Situationen in deinem Leben oder in deinem Alltag, wo du dich unsicher fühlst. Vielleicht hast du vor allem in den letzten Tagen oder im letzten Monat vermehrt Situationen erlebt, wo du mit sehr unangenehmen Emotionen konfrontiert warst oder sie dich überflutet haben. Die kommende Imaginationsübung soll dich unterstützen, in solchen Situationen ein bisschen mehr distanziertere Haltung einnehmen zu können, damit du dich wieder sicherer und präsenter fühlen kannst. Atme mal tief ein und aus. Drei Atemzüge einatmen und ausatmen. Versuch die Augen zu schließen und nur meinen Worten zu folgen. Einatmen. Und wieder ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Diese Übung heißt der schützende Mantel. Stell dir einen schützenden Mantel vor, den du bei jeder Gelegenheit anziehen kannst, wann immer du ihn brauchst. Stell ihn dir mal genau vor. Welches Material hat er denn? Welche Farbe hat er? Und dieser Mantel hat die Eigenschaft, nur positive Gefühle, Gedanken und Worte an dich heranzulassen. Das heißt, alles Schwere, Überfordernde, Druckmachende oder auch Verletzende bleibt draußen und kann dich nicht erreichen. Du bist ganz gut beschützt. Stell dir mal vor deinem inneren Auge vor, wie du diesen Schutzmantel nun anziehst. Leg ihn so an, dass du einerseits genug Raum zum Atmen hast und auch genug Bewegungsfreiheit. Aber achte darauf, dass er vor allem vor deinem Brustraum gut verschlossen und ganz dicht ist. Und nimm jetzt diesen Schutzmantel um dich herum ganz bewusst wahr. Wie fühlt es sich an, so einen schützenden Mantel zu tragen? Kannst du den Schutzraum um dich herum spüren? Merkst du, wie bestimmte Dinge nicht mehr bis zu dir vordringen können? Oder auch wie bestimmte Emotionen draußen bleiben und von ihm abprallen? Fühlst du die Sicherheit und Entspannung sich in deinem ganzen Körper ausbreiten? Fühl dich beschützt. Atme ganz ruhig und gleichmäßig in deinen Unterbauch hinein und nimm diese angenehme Wirkung in dir wahr. Dieses schützende Gefühl um dich herum. Und trage diesen Mantel so oft du nur willst. Stell dir vor, du hast ihn immer bei dir, wie einen Regenmantel, den man bei Bedarf immer aus der Tasche ziehen kann. Und du kannst auch ein Symbol oder einen Gegenstand suchen, der dich in deinem Alltag immer wieder an diese Möglichkeit erinnert. Dich immer wieder erinnert, dass es eine Möglichkeit gibt, einen schützenden Mantel umzulegen und damit allzu belastende Emotionen ferne zu halten.